Hallo und herzlich willkommen hier bei iMeLab. In diesem Video werde ich euch ein Unboxing des Glyph iPhone 5 Stativadapters zeigen. Mehr dazu gleich nach unserem Intro. So, dann beginnen wir mit dem Glyph Stativadapter. Wir werden heute wohl das kürzeste Unboxing aller Zeiten haben, denn wir sehen hier schon die ganze Verpackung. Also es kommt einfach nur in einer Karte, ist dort eingeklemmt und man sieht kurz den Namen des Produkts, kurze Beschreibungen und das war's dann auch schon. Wir drücken es kurz heraus und dann war's auch schon. Wir können uns das Produkt jetzt kurz anschauen. Also es ist wirklich sehr klein, schmal und wirklich schlicht gehalten. Es ist einfach das Wichtigste vorhanden. Wir sehen hier einfach nur die Einspannung für das iPhone, drunter den Drehverschluss für das Stativ und das war's dann schon. So, dann werden wir mal das iPhone 5 hier einspannen. Also es funktioniert mit iPhone 5 und iPhone 5S natürlich. Und ja, es ist ein bisschen reinzudrücken, aber dann hält es wirklich bombenfest. Wir können es drehen, wir können es auch auf den Kopf stellen und dann passt es auch schon und es wird wirklich nicht mehr herausfallen. Man kann es einfach dann auf das Stativ drauf drehen, dann kann man das iPhone 5 befestigen dort und man hat eine perfekte Kamera-Adaption. Und man hat damit auch eine gute Sicherung, dass das iPhone wirklich nicht runterfällt, es wackelt nicht mehr und die Bilder sind dann wirklich ruckelfrei und man hat ein iPhone auf einem Stativ, was den Sinn dieser Sache ausmacht. Aber das Glyph iPhone Adapter hat natürlich noch eine Funktion. Es geht nämlich auch als Ständer für das iPhone. Man kann es hier einspannen und es vor sich hinstellen und man hat somit einen Ständer, damit man die Sachen, also zum Beispiel Videos oder Fotos, einfach ohne Hände daran zu legen, gemütlich anschauen kann. Oder es eignet sich natürlich auch sehr gut, um ein Buch zu lesen zum Beispiel. Man stellt es vor sich hin und kann händefrei das Buch oder das Video oder wie auch immer genießen. Das Ganze funktioniert im Querformat, aber natürlich auch im Hochformat. Und also der Kreativität sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt. Und wem das Glyph iPhone Stativadapter wirklich gut gefallen hat, der kann uns einen Daumen hoch geben oder uns abonnieren, wenn er das noch nicht gemacht hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und bis dann.